بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد meine lieben Geschwister, inshallah wollen wir heute die Geschichte von Nuh عليه السلام abschließen بإذن الله عز وجل. Wir haben uns ja jetzt mit 3 oder 4 Vorträgen, ich kann mich nicht mehr ganz erinnern, auch mit der Geschichte von Nuh عليه السلام beschäftigt gehabt und auch sehr viele Lehren aus seiner Geschichte ziehen können. In der letzten Woche haben wir darüber gesprochen gehabt, wie Nuh alayhi salam angefangen hat, mit göttlichem Gebot die Arche zu bauen. Wir haben aufgezeigt gehabt, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm das nicht nur befohlen hatte, sondern ihn dabei begleitete, indem er nämlich ihm beistand. وَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا, so errichte die Arche, das Schiff, unter unseren Augen. Also heißt es mit anderen Worten, Allah Ta'ala, er steht ihm bei, Allah Ta'ala, er sieht, was er tut. Allah Ta'ala, er kennt sein Leiden. Und Allah Ta'ala, er wird ihn unterstützen. وَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا. Und jetzt kommt noch ein ganz wichtiger Aspekt hinzu. وَوَحْيِنَا, und unsere Offenbarung. Also Allah Ta'ala, er gab auch Nuh alayhi salam eine Anleitung, wie er dieses Schiff zu errichten hat. Er war zwar Schreiner gewesen, er war Tischler gewesen, aber ein Schiff zu bauen, ist nochmal etwas grundsätzlich anderes. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er hat Nuh alayhi salam ganz genau gezeigt, wie er dies zu tun hat. Es gibt hier einen interessanten Aspekt, den wir nicht erwähnt hatten, das letzte Mal. Und zwar stellt sich hier natürlich eine Frage. Warum hat Allah ta'ala nicht einfach für Nuh alayhi salam ein Schiff erschaffen? Hätte dies Allah Ta'ala nicht tun können? Allah Ta'ala hätte dies tun können. Aber Allah Ta'ala, er hat es nicht getan. Was könnte der Grund sein? Was würdet ihr sagen, was könnte der Grund sein, warum Allah Ta'ala nicht einfach ein Schiff erschaffen? Ich meine, es wäre auch gleichzeitig doch ein Zeichen gewesen von Allah Ta'ala für die Wahrhaftigkeit von Nuh alayhi salam. Vielleicht war es eine Mu'jiza? Einfach, dass Allah irgendwie ein... Ja, aber wäre es nicht eine größere Mu'jiza, ein größeres Wunder gewesen, wenn er einfach ein Schiff erschaffen hätte? Aber du konntest nur ja noch Hasanat sammeln. Konnte Hasanat sammeln, okay. Ja, bitte? Vielleicht hätten sie ihn als Zauberer betrachtet, ja, könnte auch sein. Es gibt aber, es ist eigentlich falsch, was ihr sagt. Es steht aber auf einen anderen Punkt hinaus. Müsst ihr nicht wissen, worauf ich hinaus möchte. Und zwar gibt es einen sehr, sehr wichtigen Punkt, den wir immer wieder haben, eigentlich bei fast allen Prophetengeschichten. Und zwar, dass Allah Ta'ala nicht einfach etwas erschafft für die Propheten, was außergewöhnlich ist, sondern Allah Ta'ala auch immer von den jeweiligen Propheten verlangt, dass sie vorher etwas tun sollen. Dass sie vorher etwas tun sollen. Als Beispiel, Nuh alayhi salam. Als er am Roten Meer steht, und darauf werden wir natürlich noch ausführlich zu sprechen kommen, verlangt Allah Ta'ala von ihm, mit dem Stab auf das Meer zu schlagen, woraufhin sich das Meer spaltet. Hätte Allah Ta'ala nicht einfach das Meer so spalten können? Hätte er, wozu noch einmal auf das Meer schlagen? Um uns etwas sehr Wichtiges beizubringen. Und zwar das Prinzip von Ursache und Wirkung. Das Prinzip davon, dass ich als Muslim etwas leisten muss, als Mensch, nicht als Muslim, als Mensch etwas leisten muss, um dafür auch etwas zu bekommen. Um uns beizubringen, was wahrer Tawakkul bedeutet. Und wir hatten das letzte Mal kurz angeschnitten gehabt. Wahres Vertrauen in Allah. Nämlich etwas zu tun, die Mittel nutzen, die Allah mir zur Verfügung gestellt hat, und dann auf Allah Ta'ala zu vertrauen, dass er mir beisteht. Und deswegen Allah Ta'ala, er hat Nuh alayhi salam das Schiff errichten lassen. Und es hat Jahrzehnte gedauert, wie wir gehört hatten. Manche sprechen sogar von Jahrhunderten. Bis Nuh alayhi salam mit seinen 80 Gläubigen es geschafft hat, dieses Schiff zu errichten. Solch eine lange Zeitspanne. Und trotzdem verlangte es Allah Ta'ala von ihnen. Und das gleiche finden wir auch in der Gesira unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam.
Allah Ta'ala, er hätte unseren Propheten sallallahu alaihi wa sallam einfach wie durch ein Wunder die Hijra vollziehen lassen können. Wie beim Isra und Mi'raj. Aber Allah Ta'ala, er ließ den Propheten sallallahu alaihi wa sallam all diese Strapazen durchlaufen, sich in der Höhle verstecken, all diese Dinge, all die Mittel nutzen, die ihm zur Verfügung stehen als Mensch, damit wir genau als normale Muslime, als normale Menschen das lernen, dass ich etwas tun muss, um dann auf Allah zu vertrauen. Aber wenn es dann nicht mehr weitergeht, dann kann ich auf Allah vertrauen. Und dann setze ich mein gesamtes Vertrauen in Allah und dann überlasse ich mein Schicksal Allah. Wir haben das sehr schön in der Sira unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam, als er in der Höhle gewesen war, gemeinsam mit Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu wa arda, und die Mushrikun vor der Höhle standen und Abu Bakr Angst bekam und sagte: Ya Rasulallah, wenn einer von ihnen nur auf seinen Boden schauen würde, auf seine Füße schauen würde, würde er uns sehen. Und also ich war schon mal oben gewesen auf dem Berg Ghathawr, und es ist wirklich so, es ist so eine Höhle, wo du also die etwas, also wo der Eingang nach unten hineingeht und du kannst auf der anderen Seite wieder heraus. Also du kannst im Grunde genommen, wenn du wirklich dich bückst, sehen, wer in der Höhle ist. Nur wenn du aufrecht stehst, siehst du es nicht. Und in diesem Moment meinte dann der Prophet sallallahu alaihi wa sallam: Ja Abu Bakr, ma baduka bithnaini Allahu thalithuhuma. O Abu Bakr, was glaubst du, ist mit zweien, dessen dritter Allah ist? Und das muss ich als Muslim verinnerlichen. Ich muss mich manchmal anstrengen, manchmal bemühen. Es ist mit Strapazen verbunden, um zum Erfolg zu gelangen, um zu meinem Ziel zu gelangen. Und setze dabei mein gesamtes Vertrauen in Allah. Und weiß, dass Allah subhanahu wa ta'ala mich dann nicht im Stich lassen wird. Wir hatten dann die Geschichte auch von Nuh alayhi salam mit seinem Sohn erwähnt gehabt. Und auch erwähnt gehabt, wie es dann zur Sintflut kam, dass das Wasser aus der Erde regelrecht gesprudelt kam. Wie siedendes Wasser, was aus einem sozusagen, oder wie ein Vulkanausbruch, wie ein Vulkanausbruch. Deswegen nennt Allah Ta'ala, dass der Ofen zum Überlaufen gebracht wurde. At-Tanur. Also ein unglaubliches Ereignis muss das gewesen, was die Menschen völlig überrascht hat. Und wir haben auch darüber gesprochen gehabt, dass wenn es zu einer Strafe kommt, es dann plötzlich kommt. Ohne Vorwarnung. Und jetzt befindet sich Nuh alaihi salam gemeinsam mit 80 Gläubigen und Tieren, die er mit in die Arche aufgenommen hat, in der Arche, in diesem Schiff. Und das Wasser steigt und steigt. Nuh alaihi salam, er sieht, wie sein eigener Sohn vor seinen Augen ertrinkt. Und sie befinden sich jetzt mehrere Wochen und mehrere Tage in dieser Arche. Es ist nicht ganz klar, wie lange sie wirklich dort geblieben sind. Es gibt einige Überlieferungen, manche sprechen von 80 Tagen, in denen sie dann auf dem Meer gewesen sind und auf dem Meer, was getobt hat, sodass es Wogen gab und Wellen gab, die so riesig waren, wie Allah Ta'ala es beschreibt, wie Berge. Und Allah Subhanahu wa Ta'ala, er spricht ja hierüber dann auch in Surat Hud, in dem er nämlich sagt: وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ. Es fuhr mit ihnen dahin inmitten von Wogen wie Berge. Inmitten von Wogen wie Berge. Also wie eine Art Tsunami, unglaublich riesig. Und sie blieben jetzt in diesem Schiff, suchten Zuflucht darin und blieben mehrere Wochen dann in diesem gewaltigen Sturm, bis Allah subhanahu wa ta'ala dann der Erde angeordnet hat, dass sie das Wasser wieder aufnehmen soll in sich. Und das Wasser wieder schlucken soll, wie es so schön im Koran dann auch heißt, und der Himmel aufhören soll zu regnen. Und Allah Ta'ala, er sagt jetzt in der Ayah Nummer 44 von Surat Hud: وَقِيلَ يَا أَرْضُ بِلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Und es wurde gesagt: O Erde, schlucke dein Wasser. O Himmel, halt ein.
Das Wasser nahm ab und die Angelegenheit war entschieden. Es saß auf dem Berg Judi auf und es wurde gesagt, weg mit dem ungerechten Volk. Weg mit dem ungerechten Volk. Allah subhanahu wa ta'ala, er hat jetzt die Erde oder einen Teil der Erde, wir wissen ja nicht, ob es die gesamte Erde gewesen ist oder nur diese Region gewesen ist. Allah subhanahu wa ta'ala, er hatte diese gesamte Region komplett überflutet gehabt. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo das Wasser ablaufen sollte. Die Erde, die das Wasser in sich aufnehmen wollte und es aufgehört hat zu regnen. Und jetzt sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَقُضِيَ الْأَمْرُ, und die Angelegenheit war entschieden. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala, er ist es, der dies entschieden hat. Er, der zu einer Sache sagt, sei und sie ist. Allah ta'ala, er sagt in Surat Yasin, إِنَّمَا أَمُرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ. Seine Angelegenheit ist, wenn er etwas möchte, dass er dazu sagt, sei und sie ist. Sei und sie ist. Und das zeigt uns auch etwas ganz, ganz Wichtiges für uns Muslime. Nämlich immer, wenn es zu Naturkatastrophen kommt, zu Naturphänomenen kommt, die extrem sind, extremer Natur sind, dann sollten wir wissen, dass all dies nicht geschehen kann, ohne die Erlaubnis Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, es gibt nicht einmal ein Blatt, was vom Himmel fallen kann. Wieder derselbe Fehler, den ich letztes Mal gemacht habe. Was ist los? Ja, ein Blatt, was vom Himmel fällt. Na gut, es könnte ein Blatt kann vom Himmel fallen. Ja, gut. Es kommt vom Himmel, es sieht so aus. Ja. Ein Blatt, was sozusagen vom Baum fällt. Ein Blatt, was vom Baum fällt. Und nicht ein Baum, der aus dem Himmel fällt. Ja, hatten wir letztes Mal gehabt. Ja. Gut, nicht ganz so schlimm wie letztes Mal. Alhamdulillah. Ja, es gibt kein Blatt, was vom Baum. Das funktioniert nicht mit diesem Satz. Ja? Ich lasse es am besten weg. Kein Blatt, was vom Baum fällt, außer dass Allah subhanahu wa ta'ala darüber Bescheid weiß und dies auch bestimmt hat. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat uns Muslimen auch beigebracht, dass wir auf solche Naturereignisse auch so reagieren sollten. Dahinter einen göttlichen Willen erkennen sollten. Ich weiß, dass wir uns damit ganz klar unterscheiden von vielen Menschen, die nicht an Gott glauben. Die denken, die Natur würde von sich aus handeln. Es wäre alles Zufall und Chaos. Aber der Islam bringt uns bei, dass wir in allem immer auch den göttlichen Willen erkennen sollen. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn er sah, wie Wolken, dunkle Wolken aufkamen und ein Sturm kurz bevorstand, wurde er bleich im Gesicht, weil er die Befürchtung hatte, es könnte eine Strafe Allahs sein. Was hat uns unser Prophet sallallahu alaihi wasallam beigebracht, wenn es zu einer Sonnenfinsternis oder zu einer Mondfinsternis kommt, dass wir Zuflucht im Gebet suchen sollen, weil es nämlich auf die Gewaltigkeit Allahs subhanahu wa ta'ala hindeutet. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns nicht Aberglauben beigebracht, wie es jetzt einige denken könnten. Ganz im Gegenteil, als sein Sohn Ibrahim gestorben ist, kam es zu einer Sonnenfinsternis. Muss man sich mal vorstellen. Für jeden Hochstapler, der behaupten würde, ein Prophet zu sein, ohne einer zu sein, wäre das die Chance, um zu beweisen vor seinen Anhängern, dass er wirklich ein Prophet Gottes ist oder ein Auserwählter Gottes. Eine Sonnenfinsternis genau an dem Tag, wo mein Sohn stirbt, zu seiner Beerdigung. Ein göttliches Zeichen. Und die Sahabe, subhanallah, als sie das gesehen haben, sagten sie auch, subhanallah, die Sonne verfinsterte sich, weil sie trauert um den Sohn von unserem Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Aber jetzt zeigte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, auf, dass das eine mit dem anderen überhaupt nichts zu tun hat. Und er sagte, sallallahu alaihi wasallam, Ash-shamsu wal-qamaru ayatani min ayatillah. Der Mond und die Sonne sind zwei Zeichen von den Zeichen Allahs. Sie verfinstern sich nicht wegen des Todes eines Menschen. Subhanallah. Er bringt uns also bei, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Gleichzeitig aber zeigt er uns auch, dass hinter allem ein göttlicher Wille steht. Also dieser Mittelweg. Wieder Aberglaube, aber gleichzeitig ein fester Glaube darin, dass Allah Ta'ala Rabbul Alamin ist. Dass nichts in diesem Universum geschehen kann, ohne die Erlaubnis Allahs, ohne den Willen Allahs subhanahu wa ta'ala. Schaut mal diesen schönen Mittelweg.
Und genau das ist es, was wir auch lernen sollten. In solchen Zeiten, wenn plötzlich ein Orkan aufkommt, wie es heute und gestern gewesen ist, dass wir uns auch daran erinnern, wie schwach wir Menschen eigentlich sind. Und dass eigentlich Allah, wenn er wollte, in jedem Moment unserer Zivilisation ein Ende setzen könnte. Egal wie fortschrittlich wir sind. Ein kleiner Sturm und schon ist alles zerstört. Da helfen keine Atombomben, da hilft keine Technologie, da hilft gar nichts. Ein Virus, der uns aus der Bahn wirft. 2 Jahre lang hätte er uns Menschen im Bann, unabhängig davon, ob das jetzt alles gerechtfertigt oder nicht, ist eine andere Thematik. Ja? Aber ich rede jetzt erst einmal. Ja, die gesamte Welt wird beeinflusst wegen eines kleinen Virus, den ich nicht mehr sehen kann. Und die Angelegenheit ist bestimmt worden. Wir sind als Menschen schwach und das muss uns spätestens jetzt seit Corona klar werden, wie schwach wir sind. Ja, wir glauben, wir wären fortschrittlich, wir glauben, wir könnten uns mit der Natur anlegen, mit der Schöpfung anlegen. Nein, wir sind schwach. Wir leben in der Bestimmung Allahs. Wenn Allah Ta'ala nicht für uns bestimmt hätte, dass wir auf dieser Erde leben könnten, könnten wir gar nicht leben. Ich meine, allein, wenn man bedenkt, ja, ein Vulkan, der es schafft, ganze Städte auszurotten. Stellt euch mal vor, die Erde würde noch voller Vulkane sein. Hätten wir hier leben können? Stellt euch mal vor, Allah Subhanahu wa Ta'ala hätte anderen Tieren einen ähnlichen Verstand gegeben, wie wir ihn haben, die viel kräftiger sind als wir. Hätten wir auf der Erde leben können? Nein, wir wären schon längst ausgerottet. Wir wären wahrscheinlich zum Fraß geworden für diese Tiere. Aber Allah Subhanahu wa Ta'ala, er hat uns all dies zu Diensten gemacht. Und trotz alledem glauben wir, wir wären etwas Besonderes. Und trotz alledem glauben wir, wir könnten Allah Subhanahu wa Ta'ala herausfordern, der uns in jedem Moment eigentlich von dieser Welt verschwinden lassen könnte, wenn er das wollte. Und Allah Ta'ala hat uns immer wieder Beispiele gegeben in der Geschichte. وَقُضِيَ الْأَمْرُ. Und die Angelegenheit war entschieden. Khalas. Wenn erst einmal eine Sache entschieden ist, dann ist sie entschieden. Dann gibt es keine Barmherzigkeit mehr. Dann gibt es keine Güte mehr. Und deswegen sagt Allah Ta'ala direkt danach, im Anschluss, nachdem es erledigt gewesen war, وَقِيلَ بُعْدَ لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Und es wurde gesagt, weg mit dem ungerechten Volk. Weg mit dem ungerechten Volk. Wenn erst einmal die Angelegenheit entschieden ist, ist sie entschieden und es gibt keine Barmherzigkeit mehr. So hart es sich auch anhört. Es ist diese Entschiedenheit im Willen Allah Subhanahu wa Ta'ala. Und jetzt gibt es etwas sehr Interessantes hier. Und zwar Allah Ta'ala, er sagt in dieser Ayah, وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ. Es saß auf dem Berg Judi auf. Wir hatten ja in dem Aqidah-Seminar auch interessanterweise genau dieses Verb gehabt. Ar-Rahmanu ala al-Arshi istawa. Was hatten wir gesagt? Was bedeutet istawa ala shay? Ja? Sich über etwas erheben. Das heißt, Allah Ta'ala, er sagt, dass dieses Schiff, diese Arche, jetzt sich auf einem Berg erhoben hat. Man muss sich vorstellen, die gesamte Erde ist unter Wasser, auch die Berge. Und jetzt landet dieses Schiff und setzt sich fest auf einem Berg. Und was sehr interessant ist, was wir eigentlich so im Koran eigentlich fast nie finden, ist, dass hier ein Ortsname erwähnt wird. Dass hier ein Ortsname erwähnt wird. Das ist komisch. Weil wenn wir uns den Koran anschauen und die anderen Geschichten, werden kaum Einzelheiten erzählt. Kaum. Es wird keine Zeitangabe gemacht, wann es gewesen ist. Noch werden irgendwelche Orte genannt. Aber hier in dieser Sache erwähnt Allah Subhanahu wa Ta'ala jetzt einen ganz konkreten Namen. Und zwar den Namen Al-Judi. Denn Al-Judi ist ein Berg. Und die Frage, die sich stellt, ist jetzt, wo ist dieser Berg? In der Bibel, wo wir ebenfalls über die Geschichte von Nuh alayhi salam erfahren, wird nicht Al-Judi erwähnt. Sondern in der Bibel finden wir, also ganz konkret im Alten Testament, wenn ich von der Bibel spreche, da finden wir, dass das Schiff sich auf dem Gebirge Ararat niedergelassen hat oder niedergesetzt hat. Und zwar heißt es in Genesis, 1. Buch Mose 8,4, also sozusagen Kapitel 8, Vers Nummer 4, am 17. Tage des 7. Monats ließ sich der Kasten, also die Arche, nieder auf dem Gebirge Ararat.
auf dem Gebirge Ararat. Im Koran steht nichts von Ararat. Im Koran steht etwas von Al-Judi. Wo befindet sich jetzt dieses Gebirge Ararat? Das Gebirge Ararat befindet sich, ist ein hohes Gebirge, bis zu 8, sozusagen, also was 8 bis 10.000 Fuß, ich weiß gar nicht, wie ist ein Fuß, umgerechnet in Meter, weiß jemand? Wie viel ist denn ein Fuß? Keine Ahnung, ich glaube irgendwie so ein halber Meter oder so. Könnt ihr mal nachgucken, könnt ihr mal kurz googeln, wie viel ein Fuß ist, ich weiß es gerade nicht. Aber hier steht Fuß, ja. Na gut, könnt ihr gleich mal nachgucken, inshallah, wie viel ein Fuß ist, umgerechnet in Meter, wir wissen auch, wie viele Meter das sind ungefähr. Und zwar, es ist ein hohes Gebirge, was sich im heutigen Armenien befindet. Was sich im heutigen Armenien befindet. Der Berg Judi befindet sich jedoch in der heutigen Türkei. An der Grenze zu Syrien und Irak. An der Grenze zu Syrien und Irak. Und es gibt viele Hinweise darauf, ja, ohne jetzt wirklich ins Detail zu gehen. Das ist eine Sache, die ihr nochmal in diesem Buch auch sehr schön nachlesen könnt. Es sind jetzt verschiedene Forschungen, die sie hier auch vorstellt, wo ich ehrlich gesagt nicht geschafft habe, nochmal zu überprüfen, ob ich da noch andere auch Hinweise zu finde oder andere Studien zu finde. Aber sie zitiert hier einige auch Archäologen, welche sich genau mit dieser Frage beschäftigt haben und zeigt auf, dass vieles darauf hindeutet, dass die Safina von Nuh, die Arche von Nuh, Nuh alayhi salam, nicht im Ararat-Gebirge gestrandet ist, sondern wirklich auf diesem Berg Al-Judi, den es auch gibt, und zwar an der Grenze zu Syrien und Irak in der heutigen Türkei. In der heutigen Türkei. Und das ist eine Form von I'jaz, die wir ebenfalls im Koran vorfinden. Das heißt, eine Art auch Wunder, ein Zeichen, dass der Koran sehr, sehr genau ist und dass der Koran den genauen Ort für dieses Schiff dann auch festgelegt hat. Und man soll auch an diesem Ort, und das ist das, was man nochmal, wie gesagt, überprüfen müsste, da hatte ich leider nicht die Zeit gehabt, um das nochmal zu forschen, sollen auch dort Überreste von einem Schiff gefunden worden sein, in einer Höhe von 2000 oder 2300 Metern. Eine Höhe von 2000 oder 2300 Metern. Genauso wie es der Koran hier in dieser Ehe dann auch beschrieben hat. Wie viel ist ein Fuß jetzt? Ein Drittel Meter. Ein Drittel Meter. Okay, ein Drittel Meter. Das heißt, wenn man jetzt, sage ich mal, 1000 hat, dann hat man ungefähr dann 3500, 3300 Meter Höhe. Allahu Akbar. Und das aber, was hier in diesen Studien steht, das ist hier, es gibt zwei Studien, die sie hier anführt, und dort wird halt davon gesprochen, dass es einmal einen Hinweis darauf gibt, dass es halt in Höhe von 2000 Metern ist und einmal in Höhe von 2300 Metern. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er weiß es am besten. Und jetzt, nachdem Allah subhanahu wa ta'ala dies berichtet hat, spricht er noch einmal über diese Geschichte, die wir letztes Mal kurz schon erwähnt hatten. Und zwar das Dua von Nuh alayhi salam, oder besser gesagt, die Bitte von Nuh alayhi salam gegenüber Allah in Bezug auf seinen Sohn, der ertrunken ist. Und zwar möchte ich das nochmal wiedergeben, so wie es der Koran auch macht. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ بَنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. Und das, was wir letztes Mal nicht erwähnt hatten, ist noch einmal zu schauen, wie schön Nuh alayhi salam und mit wie viel Adab und Benehmen Nuh alayhi salam hier Allah Ta'ala gebeten hat. Und Nuh rief zu seinem Herrn. Er sagte: Mein Herr, mein Sohn gehört zu meinen Angehörigen. Und dein Versprechen ist die Wahrheit. Und du bist der Weiseste derer, die richten. Deib. Was meint Nuh alayhi salam damit? Und was ist das Besondere an diesem Dua? Das Besondere an diesem Dua ist, dass Nuh alayhi salam sich schämt, Allah Ta'ala direkt zu bitten, seinen Sohn zu retten. Er sagt nicht: Ja, Allah, rette meinen Sohn. Sondern er bittet Allah indirekt. Er sagt: Mein Sohn gehört zu meiner Familie und dein Versprechen ist die Wahrheit. Welches Versprechen denn? Was war denn das Versprechen von Allah? Und zwar, dass seine Familie gerettet wird. Außer diejenigen, die nicht dazu gehören und bei denen das Wort vorgekommen ist. Nuh alayhi salam hat das jetzt so interpretiert für sich, oder er hat das versucht zumindest, dass er gesagt hat: Ja Allah, du hast doch gesagt, meine Familie wird gerettet und er gehört zu meiner Familie. Er sagt aber nicht direkt: Ja Allah, rette ihn, sondern:
Ja, Allah, du hast mir ein Versprechen gegeben und mein Sohn ist meine Familie und den Rest kennst du, ja Allah. Du weißt, was ich möchte. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, meine lieben Geschwister im Islam, wie ich Dua mache. Die Gelehrten haben uns immer wieder aufgezeigt, wie wichtig es ist, Adab im Dua zu haben. Adab, Benehmen im Dua zu haben. Wenn ich einen Menschen um etwas bitte, was mache ich dann? Also ich habe zum Beispiel, ich möchte ihnen mir Geld leihen von jemandem. Wie mache ich das in der Regel? Ich überlege mir vorher ganz genau, ah, wie könnte ich ihn anrufen, was könnte ich sagen, welche Worte wähle ich, oder? Mashallah, was ist hier los? Pass auf, pass auf, pass auf, aufpassen, die Kabel. Aufpassen, aufpassen. Ah, so, Alhamdulillah. Also ich überlege, ich lege mir einige Worte zurecht. Ja, mir schon unangenehm, ihn zu bitten, aber ich muss, ich kann nicht anders. Ja, du weißt doch, du bist immer ein guter Freund gewesen und ja, ich habe jetzt gerade eine schwierige Lage. Ja, und du könntest mir nicht, weiß ich nicht, wenn du hast natürlich, nur wenn es geht natürlich, ja, könntest du mich, weiß ich nicht, 100 Euro leihen. Ne? 100 Euro für die Jugendlichen, bei den Erwachsenen 1000 Euro, 2000 Euro. Ja? Man legt sich die Worte zurecht, man achtet darauf, wie man jemanden bittet. Und genau dasselbe sollte man auch tun, wenn man Allah bittet. Bitte Allah mit Adab, mit Respekt. Bitte Allah Ta'ala um Dinge, die auch realistisch sind. Bitte Allah Ta'ala in einer schönen Weise, weil du willst, dass Allah Ta'ala dein Dua erhört. Und Subhanallah, Nuh alayhi salam macht das. Andere Propheten haben das ebenfalls getan. Wir haben die Geschichte von Ayyub alayhi salam, der 18 Jahre lang krank gewesen ist. Und dann aber Allah Ta'ala nicht direkt bittet, ihn zu heilen, sondern sich schämt, ihn direkt zu bitten, sondern einfach nur sagt, أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. Mir ist Schaden widerfahren, also ich bin krank. Und du bist der Barmherzigste aller Barmherzigen. Er sagt nicht, ja Allah, gib mir Schifa, sondern er schämt sich, Allah direkt zu bitten, Subhanallah. Was für ein Haya, was für ein Schamgefühl. Und dieses Schamgefühl ist so wichtig. Guck mal, genau dieses Schamgefühl, was ich habe gegenüber einem Menschen, wenn ich ihm etwas bitte, sollte ich auch haben gegenüber Allah. Ich sollte mich nicht vor Allah schämen, meine Hände zu heben. Ganz im Gegenteil. Ich sollte viel Dua machen. Aber die Art und Weise, wie ich es tue, sollte mit genau diesem Respekt und genau diesem Schamgefühl sein. Musa alayhi salam. Er zieht sich zurück, nachdem er in Madian ist. Und hat den beiden Frauen, den Töchtern von Shu'aib alayhi salam geholfen und zieht sich dann zurück und sagt einfach nur, Rabbi inni nima anzalta ilayhi min khayrin faqir. Oh mein Herr, ich bin gegenüber dessen, was du auf mich herabgesandt hast, angewiesen, bedürftig. Sag nicht, ja Allah, gib mir, sondern indirekt. Er schämt sich, Allah direkt zu bitten. Subhanallah. Ja? Und diesen Adab im Dua, den brauchen wir. Und den hatte Nuh alayhi salam. Und er hat nicht Allah gebeten, obwohl Allah ihm das sozusagen um eine Dinge, wo er sich absolut sicher war, dass Allah es ihm verboten hat. Nein, nein. Er dachte, da gibt es vielleicht Interpretationsmöglichkeiten. Und hat dann Allah gebeten, er gehört auch zu meiner Familie. Und du bist derjenige, der seine Versprechen einhält. Und du hast versprochen, dass meine Familie gerettet wird. Und jetzt antwortet Allah. Wie antwortet denn Allah? Wir hatten das letzte Mal gesagt gehabt. Wie hat ihm denn Allah geantwortet? Was hat Allah ihm aufgezeigt? Gehört er nun zu seiner Familie oder nicht? Ja. Diejenigen, die zu seiner Familie gehören, sind diejenigen, die Muslime sind. Genau. قال يا نوح إنه ليس من أهلك. Er sagte, O Nuh, er gehört nicht zu deinen Angehörigen, obwohl er sein Sohn ist. Aber hier spielen andere Dinge eine Rolle, nämlich der Iman. Das ist die wahre Bindung unter den Menschen. Der Iman. إنه عمل غير صالح. Er ist eine Tat, die nicht rechtschaffen ist. Oder es ist eine Tat, die nicht rechtschaffen ist. Das, was er gemacht hat, ist nicht rechtschaffen gewesen. Deswegen gehört er nicht wirklich zu seiner Familie. Und dann ermahnt ihn Allah Ta'ala. Und er sagt, فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. So bitte mich nicht um etwas, wovon du kein Wissen hast. إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. Ich ermahne dich nicht, zu den Toren zu gehören. قَالَ رَبِّي إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٍ. Er sagte, mein Herr, ich suche Schutz bei dir davor, dass ich dich um etwas bitte, wovon ich kein Wissen habe.
وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. Wenn du mir nicht vergibst und dich meiner nicht erbarmst, werde ich zu den Verlierern gehören. Also, er hat es versucht, aber er hat gemerkt, er hat einen Fehler gemacht und Allah Ta'ala direkt um Vergebung gebeten. Und so sollte die Einstellung eines Muslims sein. So sollte die Einstellung eines Muslims sein. Wenn er merkt, er hat einen Fehler gemacht, sofort bereuen. Nicht weitermachen mit dem Fehler. Sondern direkt bereuen, genauso wie es Nuh alaihi salam getan hat. Schiebe eine Reue niemals auf. Schiebe eine Reue niemals auf. Weil Taswif das Aufschieben vom Shaitan ist. Das Aufschieben ist vom Shaitan. Du weißt nämlich nicht, ob du noch einmal die Möglichkeit bekommen wirst, überhaupt zu bereuen. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat dann auch diesbezüglich gesagt, dass ja, die beste Tat die ist, welche am schnellsten ist. Khairul birri ajilu. Ich weiß gar nicht, ob es ein Hadith ist oder eine Aussage. Ich bin lieber vorsichtig. Ja, nicht, dass ich jetzt dem Propheten etwas in den Mund setze, was er vielleicht nicht gesagt hat. Vielleicht ist es nur eine Aussage eines der Gelehrten. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also müssen wir euch mal überprüfen, ob es ein Hadith ist oder ob es eine Aussage von Gelehrten ist. Aber auf jeden Fall ja, erwähnen die Gelehrten Khairul birri ajilu. Die beste Form von Frömmigkeit ist die, die ich sofort vollziehe. Die beste Form. Aber in einer Überlieferung heißt es jetzt, ja, dass die Tu'ada, die Geduld, dass ich geduldig bin in meinem Handeln und nicht voreilig bin, in jeder Sache gut ist, außer in einer Sache. Wisst ihr, in welcher? Tu'ada tu fi kulli shay illa, ja, außer worin? Illa fi amalil akhirah, außer wenn es um Taten des Jenseits geht. Wenn es um gute Taten geht, solltest du nicht warten. Wenn du spenden willst, spende sofort. Weil du weißt nämlich ganz genau, wenn du nicht jetzt spendest, dann kommt der Shaitan und versucht dich davon abzuhalten. Du hast jetzt die Motivation, oh, ich will jetzt 50 Euro spenden, ich mach das mal morgen. Bei 50 Euro ist für viele sehr viel Geld, ja? 50 Euro wollte ich jetzt spenden und dann kommt irgendwas dazwischen und dann warte ich, nee, mache ich später inshallah. Und dann fällt es mir unglaublich schwer. Oh nein, 50 Euro ist doch zu viel. Und dann kommt der Shaitan und sagt, 50 Euro könnte ich mir 10 Döner kaufen. 50 Euro könnte ich dies oder jenes machen. Ja? Und dann werden aus 50 Euro nur noch 5 Euro. Ja? Aber nicht mehr 50 Euro. Ja, das ist der Shaitan, der versucht, dich von guten Dingen abzuhalten. Von guten Dingen abzuhalten. Und deswegen, wenn du etwas tun möchtest als gute Tat, mach es sofort. Wenn du bereuen möchtest, dann bereue sofort. Wenn du eine gute Tat vollziehen möchtest, dann vollziehe sie sofort, weil du nicht weißt, ob du später noch dazu in der Lage sein wirst oder ob du immer noch diese Motivation haben wirst. Und genau das hat uns Nuh alaihi salam vorgelebt. Und jetzt kommen wir zum Ende von der Geschichte von Nuh. Und zwar, was geschah jetzt? Nuh alaihi salam ist jetzt auf Al-Judi, diesem Berg, gelandet. Oder besser gesagt, das Schiff hat sich dort niedergesetzt. Und jetzt sagt Allah subhanahu wa ta'ala folgendes. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. Es wurde gesagt, O Nuh, steige hinunter in Frieden von uns und mit Segnungen über dich und über Gemeinschaften von denen, die mit dir sind. Es gibt aber auch Gemeinschaften, denen wir einen Missbrauch gegeben werden. Hierauf wird ihnen schmerzhafte Strafe von uns widerfahren. Nuh alaihi salam, er ist mit 80 Menschen gemeinsam in diesem Schiff und er kommt hinunter. Und es wird gesagt, das sind alles Dinge, die zu den Israeliten gehören, für die es nicht wirklich authentische Überlieferungen gibt. Aber es wird gesagt, dass in dieser Zeit sozusagen auch die Menschen gelebt haben, es auch keine Kinder gab, die irgendwie auf der Arche geboren wurden. Erst nachdem sie auf der Erde gewesen waren, hat ein neues Leben begonnen. Und sie haben dann eine komplett neue Gesellschaft gegründet. Und von Nuh alaihi salams Söhnen sollen jetzt die gesamten Menschen abstammen. Und zwar hatte er ja 3 weitere Söhne gehabt, welche zu den Gläubigen gehörten. Und diese 3 weiteren Söhne sind einmal Ham, dann Japheth und der dritte, jetzt finde ich es gerade nicht, mir fällt es gerade nicht ein, und der dritte Sohn hieß, wenn man sich das nicht markiert, subhanallah, dann kann man im Unterricht das vergessen zu finden. Ja, das ist immer das Problem. Und der dritte Sohn, ja, wie hieß er?
Wie hieß der dritte Sohn? Das fällt mir gerade nicht ein. Schaut mal bitte nach, wie der dritte Sohn von Nuh alayhi salam hieß. Gut, dass ihr alle Google habt. Ja, könnt ihr mal gucken, die Söhne von Nuh alayhi salam. Gibt es mal ein. Ja, ich finde es gerade nicht. Ich bin gerade völlig überfordert. Ich habe jetzt die Seite hier verwechselt. Sam, genau. Barakallahu fiek. Ja, genau. Absolut richtig. Und von dem einen sollen die Byzantiner, das heißt die Europäer, abstammen, von dem anderen die Afrikaner und von dem dritten dann die Araber, so dass die gesamte Menschheit, die zumindest in dieser Region gelebt hat, dann auf diese drei Söhne zurückzuführen ist. Und wenn man sich jetzt natürlich diese Überlieferung anschaut, dann könnte das auch darauf hindeuten, dass nicht die gesamte Welt von der Sintflut betroffen gewesen war, sondern vielleicht wirklich nur diese Region, weil das ist ja genau diese Region, wo auch diese Völker leben, also sozusagen Nordafrika, ja, ist ja nicht weit entfernt von dort, ja, dann haben wir die Araber, ja, also auch die Semiten als Ganzes, ja, ob Araber, Juden, und wir haben die Byzantiner, das heißt die Europäer, und Allah subhanahu wa ta'ala, er weiß es am besten. Am Ende, ich nehme sofort ran, insha'Allah ta'ala, zeigt uns Allah ta'ala, dass all dies zu dem Verborgenen gehört. Was wir nur durch die Offenbarung in Erfahrung bringen können. Tilke min amba'il ghaibi nuhiha ilayk. Diese Nachrichten gehören zu den Nachrichten vom Verborgenen, die wir dir als Offenbarung eingeben. Ma kunta ta'lamuha anta wala qawmuka min qabli hadha. Du wusstest sie zuvor nicht, weder du noch dein Volk. Fasbir. Das ist jetzt die Lehre, die er daraus ziehen soll, unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Sei nun standhaft. Du hast es gelernt von der Geschichte von Nuh alaihi wa sallam. Wie standhaft er gewesen ist. Inna la'aqibata lil-muttaqin. Das gute Ende gehört den Gottesfürchtigen. Was für ein Abschluss für diese gewaltige Geschichte. Auch wenn sich das alles sehr in die Länge ziehen kann. Trotzdem am Ende werden diejenigen erfolgreich sein, welche sich Allah subhanahu wa ta'ala zugewandt haben. Die gute Tat zahlt sich immer aus. Ehrlichkeit zahlt sich immer aus. Wahrhaftigkeit zahlt sich immer aus. Frömmigkeit zahlt sich immer aus. Nicht mit Geld, aber mit Erfolg am Ende. Das ist eine Sache, die du niemals vergessen darfst. Es geht nichts verloren. Auch wenn du das vielleicht in dieser Dunya nicht erleben wirst. Am Ende wirst du der Erfolgreiche sein. Durch die Taqwa und durch den Iman und durch die gute Tat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns immer zu den Erfolgreichen gehören lassen. Amin ya Rabbil Alamin. Das war die Geschichte von Nuh alayhi salam. Und es war eine wirklich auch, also eine relativ bekannte Geschichte und auch eine sehr, sehr wichtige Geschichte von diesen edlen Propheten. Wir werden insha'Allah ta'ala in der kommenden Woche uns mit der Geschichte eines weiteren Propheten beschäftigen, und zwar mit der Geschichte von Hud alayhi salam. Der Geschichte von Hud alayhi salam, einem der arabischen Propheten, von denen wir im Alten Testament nichts finden. Das heißt, die einzige Quelle, die wir haben, ist der Quran al-Karim. Natürlich gibt es noch altarabische Gedichte, wo diese Namen vorkommen. Aber die eigentliche Quelle, welche wir für diesen Propheten haben, ist Al-Quran al-Karim und das, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns beigebracht hat. Aber dazu dann mehr, insha'Allah ta'ala, in der kommenden Woche. Barakallahu fikum. Ich danke euch, meine lieben Geschwister. Inshallah sehen wir uns spätestens in der kommenden Woche. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq. تواصل الصبر.